zwei. Ich nehme noch eins auf jeden Fall. Ich nehme auch noch eins. Ich nehme komplett auf den Sack gerade. Das ist wirklich erschreckend. Ist das hier alles okay? Das war's. Wie das war's? Der zapft hier nichts mehr. Das ist leer. Und jetzt? Oh Gott. Oh. Okay, keine Panik. Kann hier jemand Bier zapfen? Also ich. Ja, ich habe das mal gesehen, wie mein Schwager einen 5 Liter Partyfass angestochen hat. Ja? Ja. Ja? Ja, los! Los! Okay. Hier ist eine Nummer. Biernotruf. Was? Ja, dann ruf da an. Ruf an! Ja, ja. Und? Annette, das Telefon, Notruf, Junge. Hallo, Biernotruf? Ja. Ja, also folgendes Problem. Wir haben keinen Wirt mehr. Aha. Oh, 419. Jungs, wir haben 419. Was ist jetzt nochmal? Hat er ein Bier verschüttet? Quatsch, das ist schon Zapfen ohne Wirt. Oh, was? Komm, bleib. Komm mal schnell. Jetzt. Hallo, hier ist dein Wirt. Hast du Zapferfahrung? Hast du schon mal Bier eingeschenkt? Ja, also ich habe mal gesehen, wie mein Schwager einen 5 Liter Partyfass angezapft hat. Oh, oh Gott, das wird nix. Was machen wir da? Das hat keinen Wert. Einer von uns muss raus. Das geht nicht. Das ist eine Katastrophe, Mama. Moment, ne? Ja, das geht nicht anders. Nein, nein, das wird schon. Was siehst du denn? Also ich sehe hier jetzt direkt vor mir eine Zapfanlage mit, oh Gott, 1, 2, 3, 4, mit 8 Zapfen und alle sind beschriftet. Das ist schon mal gut. Du nimmst jetzt einfach den rechten, wo halbe drauf steht. Gut, das ist der ganz rechte. Ja, aber wichtig ist, unter dem Hahn muss ein Glas standen. Nein, steht nichts. Ja, jetzt dreh dich mal rum, vielleicht finde ich irgendwo ein paar Gläser. Ja. Also das kann er nicht gemeint haben. Ja, hab eins. Was für eins hast du denn da? Wie sieht's denn aus? Also das hat einen grünen Henkel und ist etwas bauchig. Oh Gott, oh, liebe Güte. Ja, Schorleglas. Da muss einer raus. Das hat keinen Sinn. Da muss einer raus. Du nimmst jetzt ein Glas, das unten schmal ist und oben ein bisschen breiter. Gut. Etwas breiter. Ja, hab eins. So, jetzt bald auf. Da muss rechts an der Theke muss so eine Glasspülspüleinrichtung sein. Das sieht aus wie so ein umdrehtes UFO. Drei Bolle. Guck mal. Aber du musst aufpassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Glas muss nach unten geöffnet sein, nicht nach oben, weil sonst wird es nass. So, das wird jetzt ja nicht so schwer sein. Und jetzt? Hat geklappt. Gott sei Dank, da kannst du ganze Wirtschaft unter Wasser setzen, wenn es nicht klappt. Also, jetzt dreh ich dich rum und hältst dein Glas unter den Zapfhahn. Und dann kannst du loszapfen. Und zwar hältst du das Glas ein bisschen schräg, damit es nicht zu viel Schaum gibt, dass es schön blank reinläuft. Gut, ich stelle sie mal immer auf Lautsprecher. Oh, es läuft aber schnell, läuft schnell! Das
Glas ist voll Schaum. Das können wir im Gast nicht anbieten. Nein. Das funktioniert nicht. Der rebelliert. Das funktioniert. Das kann nicht. Was machen? So ist es noch. Du, jetzt mach Folgendes. Jetzt schützt das Glas aus und dann hältst du nochmal unter den Zapfhahn schräg und lässt langsamer reinlaufen, langsam. Sodass es richtig schön flüssig im Glas ist. Das ist viel appetitlicher. Das kriegst du schon auch. Ja. Ganz ruhig bleiben. Ja. So. Jetzt. Halb voll. Also jetzt hältst du ein bisschen senkrecht, also fast senkrecht und füllst ganz voll. Glas ist bis zum Strich voll. Also und jetzt kommt das Wichtigste. Jetzt gut, ganz gut und sehr vorsichtig das Glas dem Gast überreichen. Sehr vorsichtig. Stopp, halt, Moment. Du musst das Logo zum Gast hindrehen. Das ist ganz wichtig noch. Schmeckt. Schmeckt? Schmeckt! Es schmeckt! Oh. Ja. Weißt du eigentlich, was du da machen musst? Du weißt eigentlich gar nicht, welcher Backen.